Aus Berlin zugeschaltet ist uns jetzt der Medienwissenschaftler Gundolf Freiermuth. Er wird uns erklären, was am neuen oder vielleicht gar nicht so neuen Medium der digitalen Spiele so fasziniert. Guten Abend, Herr Freiermuth. Guten Abend. Herr Freiermuth, wenn 8 von 10 Bundesbürgern unter 30 Video- oder Computerspiele machen, dann haben wir es ja mit einem Massenphänomen zu tun. Was fasziniert denn so viele Leute an diesen Spielen? Ich glaube, man kann sehen, dass die Spiele in einem hohen Maße deshalb so populär sind, weil sie den Erfahrungen unserer digitalen Kultur etwas besser entsprechen als andere Medien. Wir haben ja gesehen, vorindustriell war die Bühne, die Bretter, die die Welt bedeuten oder bedeuteten damals. Dann industriell wurde es der Film, das Film, das Medium, das sofort im Theater das Publikum abspenstig machte, weil es, wie Walter Benjamin wohl zuerst so schön gesagt hat, die Erfahrung eben der Industrialisierung in die Freizeit verlängerte und gewissermaßen eine Einübung in auch die industrielle Existenz war. Und ich glaube, Ähnliches leisten jetzt digitale Spiele. Digitale Spiele entsprechen digitaler Wissensarbeit. Aber ist das nicht viel egomanischer als zum Beispiel die Bretter, die die Welt bedeuten? Die Bretter, die die Welt bedeuten, das war extrem politisch. Oder die Zeitungen, das war Austausch mit der Welt und mit dem anderen. Und jetzt die Spiele? Also auch das Theater war nicht immer nur extrem politisch, sondern das Melodrama, die Unterhaltung, die Komödie spielte eine sehr große Rolle. Dasselbe gilt für den Film. Es gibt politische Filme, aber das Gros der Filmkunst der letzten 120 Jahre hat primär der Unterhaltung gedient. Und dasselbe ist jetzt auch für Spiele richtig. Es gibt Spiele mit einem hohen politischen Anspruch. Es gibt Organisationen wie Games for Change, es gibt Serious Games. Aber das Gros der Spiele, da geht es um Unterhaltung, um Spaß. Üben wir nicht da etwas für die Zukunft? Ich denke ja. Indem wir spielen, üben wir uns ein in die digitale Kultur, die eben nicht nur, um es so einfach zu sagen, in einem hohen Maß aus Wissensarbeit besteht, in der man an Bildschirmen Symbole manipuliert, die eben auch sehr stark, viel stärker als in der industriellen Epoche, Eigenständigkeit, Eigeninitiative, Interaktion, nicht mehr nur Passivität verlangt. Und all das lernen wir spielend, indem wir Spaß haben. Aber wir lernen dabei, ja. Welche Rolle spielt denn die Gewalt, die ja die Computerspiele doch sehr in Verruf gebracht haben? Welche Rolle spielt Gewalt immer noch? Nun, Gewalt, denke ich, spielt keine andere Rolle, als sie sie auch in der Literatur, in dem Film, im Film gespielt hat. Und als sie vor allen Dingen in der Realität spielt. Insofern Spiele Unterhaltung sind, aber eben auch Kunst, setzen sie sich auch mit der Realität auseinander. Und zu unserer Realität gehört immer noch Gewalt. Und so wie es gewalttätige Filme gab, die sich kritisch oder unkritisch mit der Gewalt auseinandergesetzt haben, so gibt es auch Spiele, die sich kritisch oder unkritisch mit Gewalt auseinandersetzen. Dass die Medien so verschwimmen, Fernsehen, Computer und diese Spiele, was bedeutet das denn auch für die Zukunft? Ja, wir können so etwas wie eine mediale Konvergenz beobachten, die aber, würde ich sagen, sozusagen primär technisch basiert ist. Indem alles Software wird, lässt sich alles an denselben Bildschirm mit denselben Gerätschaften konsumieren. Ich denke aber nicht, dass Formen wie Film und Spiel zum Beispiel ästhetisch verschwimmen. Wer spielen will, hat ganz andere ästhetische Bedürfnisse als derjenige, der einen Film gucken will. Und wir sind beide, an einem Abend sind wir eher dazu aufgelegt, uns passiv unterhalten zu lassen und einmal an einem anderen Abend spielen wir. Das sind alternative Formen, also Medienkonvergenz im technischen Sinne ja, im ästhetischen Sinne sehe ich sie nicht. Aber ist es nicht so, dass sich gerade Filmregisseure von Spielen inspirieren lassen und Spieledesigner zum Beispiel von der Literatur? Was bedeutet denn dieser Austausch von Kultur? Ich denke, wir können in der Mediengeschichte immer sehen, dass neue und alte Medien sich gegenseitig beeinflussen. Denken Sie daran, als der Film aufkam, da wurde plötzlich die Literatur filmisch, die Musik wurde filmisch. Das heißt, der Film als Leitmedium der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinflusste alle anderen Künste, den Roman. Denken Sie an Hemingway, denken Sie an Chandler, das sind filmisch geschriebene Romane. Und dasselbe erleben wir jetzt auf einem anderen Level. Filme werden das neue Leitmedium der digitalen Kultur, so wie Filme es der industriellen Kultur waren. Und insofern beeinflussen sie ganz stark auch die anderen Medien, wie sie aber natürlich auch Einflüsse aus den anderen Medien, also in welchem hohen Maße Spiele in den letzten 10, 15 Jahren cinematisch geworden sind, haben wir ja auch beobachtet. Es ist eine gegenseitige Beeinflussung der audiovisuellen Medien vor allen Dingen, aber auch der anderen. Wir sehen bei den Spielen früher, es war sowas wie Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly ja ein Familienspiel. Das war sozusagen das, was man in der Privatsphäre tat. Und heute ist das Spiel keine Privatsphäre mehr, wenn man das sozusagen mit dem neuen iPhone schon gleich mitgeliefert bekommt und auch wie heute
bekannt wurde, die amerikanischen Geheimdienste sich dann gleich mit einloggen bei den Spielern. Was ist denn da zum Beispiel für den NSA so interessant an den Spielern und den Spielen? Ja, das frage ich mich auch. Aber ich frage mich das nicht nur bei den Spielen, sondern ich frage mich das natürlich auch bei meinen SMS oder bei meinen E-Mails. Was ist daran so interessant? Also das ist kein, Spiele sind in der Hinsicht nichts Besonderes. Alle digitalen Medien, alle digitale Kommunikation, sollte ich sagen, alle digitale Kommunikation augenscheinlich, so haben wir es jetzt erfahren, wird abgehört, wird ausgewertet. Und ich frage mich da auch, was ist daran so interessant? Aber wie gesagt, Spiele bilden da keine Ausnahme, sondern sind Teil dieses digitalen Medienverbunds, der sich eben, insofern alle Prozesse verdatet sind, auch der Auswertung dieser Daten für sie anbietet, es möglich macht. Herr Feiermuth, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke Ihnen.